Hallo Kameraden und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einer neuen Folge Hearthstone. Es tut mir echt leid, ich habe eine Weile nicht gespielt, scheinbar. Und nicht aufgenommen, Hearthstone, vor allem. Es tut mir wirklich leid. Es passiert manchmal. Und ich habe auch ein bisschen Probleme in letzter Zeit, deswegen, sorry. Ich habe nicht immer den Kopf zum Aufnehmen im Moment. Nichtsdestotrotz, heute spielen wir wieder. Wir spielen immer noch das fischige Colento Control hier. Ich habe es ein bisschen angepasst und ich habe den Namen verändert zu Colento weg. Eigentlich ist es Colentos Midrange Paladin, jetzt ist es aber nur Midrange Paladin. Ich hab's ein bisschen geändert, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Der 5-4er für 4 Mana, der die Murlocs pusht, dort mutieren lässt, hat aber nie funktioniert bei mir. Mein Early Game ist aber zu schnell weg und nicht konstant genug da, als dass der irgendwie Sinn gemacht hat. Ich habe da einfach zwei Kodos reingepackt. Oder für die anderen zwei Viecher raus. Und jetzt, also letztes Mal Versuch hat es besser geklappt. Aber schauen wir mal. Vielleicht habe ich gehört. Aber insgesamt sind Kodos doch besser als. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Gut, hier hätten wir 2, 3, 4. Allerdings war 1, 2, 3 doch besser. Ne, ich habe den nicht draußen. What the fuck? Ich habe auf jeden Fall auch Kodos drin. Ich glaube, ich habe den einmal drin und den zweimal. Ich bin nicht ganz sicher. Ich hab's auf jeden Fall abgeändert. Colentus ist eine abgewandelte Form von Colentus Midrange Paladin. Wir spielen gegen so ein Wix-Ding. Bedeutet, ich werde alles ausspielen, was ich habe. Gerade gegen solche Decks wäre es gut gewesen, hätte ich meine Einsatz-Drop gehabt. Na ja, wir grüßen ihn auch, und wenn seins nicht ehrlich gemeint ist, dann er sagt sich. Will ich verarschen. Ich sag, ja, schau mal, mein Feld an, dein ist nicht größer. Oh, schau mal, hat seine Waffe weggemacht. Oh, das tut mir aber leid. Aber dann mein 2-3er-Kit. Und das bedeutet, wir haben weniger Schaden ins Gesicht bekommen. Nächste Runde den und dann den. Würde ich sagen. Oh, oder nee. 3-3er ist zwar gut, aber da er die Waffe hat und wir damit noch irgendwas reduzieren können, ist es tatsächlich besser, den 2-3er aber nochmal zu spielen. Und dann den, und dann können wir den sogar spielen und der tut endlich mal was. Der tut nichts. Seht ihr jetzt schon. Was soll er tun? Soll er von mir aus sein 4-3er spielen, dann spielen wir ihn trotzdem. Oder doch ihn? Hm. Wenn er keine Waffe mehr hat, könnten wir den spielen. Statt den. Und dann seine Karte zu 1-3er machen, wenn er die spielt. Kostet aber 4 Mana, glaube ich. Also wird er den wohl noch nicht spielen? Aber den, das ist okay für uns. Der ist nicht ganz so okay, aber den zu spielen würde bedeuten, er würde ihn so töten können, aber. Also kann den einfach spielen. Und dann muss er die Axt und 1-1er benutzen. Zum Beispiel. Ich würde sagen, wir haben das nebenbei verloren. Und schade. Weil wir kein Early Game hatten. Wir hatten den 2er, aber wir hatten. Oh, der Typ geht mir so auf den Sack. Unglaublich, wie einer auf den Sack geht. Aber ich kann nichts machen. Wenn ich jetzt Consecration ziehen würde, wäre das zu spät sogar. Juhu, ein 3-5er. Na, was soll er jetzt machen? Er kann die Waffe bloß ein 1-1er reinhauen. Oder er greift mir aber Face an. Da bin ich auch so gut wie tot eigentlich. Weil das sind 3, 4, 7, 11 Schaden. Und ich habe von meinen ganz vielen Spots keinen gezogen. Keinen weiteren. Hm. Hab ich überhaupt einen gehabt? Ich glaube, ich hatte nicht einen einzelnen, oder? Oh, den können wir zum Einsamen machen. 1-3er mit 6-3er. Oh, da hat er ihn verschlungen. Jetzt Consecration ziehen und wir werden noch nicht ganz tot. Consecration, wir waren so gut. Gib mir Consecration, bitte. Mir bitte Consecration. Also selbst dann hat Consecration bringt ja gar nichts gerade. Ah, okay. Der Sieg gehört. Oh nein, ich bin immer face gegangen. Gegner konnte nichts machen. Insgesamt war das schlecht. Das war die schlechteste Hand ever, die man sich vorstellen kann gegen einen Piraten. Ja. Wow. Hat auch nie ein Deck, wo er nichts gegen Piraten machen konnte.
Ehrlich nicht. Aber das Deck schafft es. Ich frage mich, wieso soll es also gut sein? Ich werde ehrenhaft das ist nicht gut. Das Licht gehorcht. Und das ist schon wieder eine totale Krepphand. Fuck alles. Oh, 1, 2, 3. Wir haben es endlich mal geschafft. Danke, Deck. Jetzt können wir loslegen. Ich zeige dir die Power meiner Turps. 1, 2, 3. Wir sind dabei. Ah, also wir haben einen besseren Start als er hingelegt hier. Ulrika! Klappt das hier ist richtig? Um unsere Karten zu schützen, irgendwann mal. Das Ende naht! Aha, so ein Mistkerl. Okay. Wir können immer noch das hier alles machen. Also nicht so schlimm. Nicht toll, aber kann man nichts dagegen machen. Da, hey, hätte ich die letztes Mal gehabt. Der 1-1er stirbt definitiv. Das ist schon mal gut. Ich könnte nicht den auch spielen. Aber wir können auch einfach das machen. Oder das ist besser. Kein Tyrion. Aber ein 6er, den brauche ich aber nicht. Ich glaube, der hier ist besser. Obwohl er sei schon deutlich besser eigentlich in der Theorie. Weil er gegnerische Karten alle schwächt. Und. Oh! Das war ein Fehler. Das war ein gewaltiger Fehler. Fand ich gut. Fand ich überaus. Sogar. So. Eventuell würde ich überlegen, den auszurüsten. Dass ich jetzt den gespielt habe, ist natürlich klar, weil ich den dadurch geschützt habe. Und das ist eine super Sache, weil so einfach kommt jetzt nicht dran vorbei. Eventuell für 4 Mana, wenn er den 3-2 beschwört und die Karte, die alles zu 1 zu einem Leben verändert, die Leben. Und dann macht er Schaden, weil er einen Zauber gespielt hat und alles sterben. Das wäre jetzt sinnvoll, für zum Beispiel, und das würde das Feld wegmachen. Das wäre auch ein möglicher Zug, einfach den zu spielen, oder den. Den, das wäre ziemlich gut, ja. Kommando, ob er das macht. Ah, das wäre okay, weil er würde stärker dadurch werden, weil er wird zum 3-3 und kriegt dann den Buff von ihm. Damit wäre es ein 5-4er. Benutzt den, okay. Aber wir können aber das machen auf ihn. Dann ist er besser. Und wir haben den noch im Schutz. Und er kann den angreifen und da können wir fest. Das klingt doch besser. Dann können wir den nächste Runde spielen. Murloc, Drache und Biest ziehen. Aber mal sehen. Hat er was mit 3 oder weniger? 3 oder mehr? Ja, 5. Aber egal. Wozu haben wir nicht? Wozu haben wir den da? Wir könnten den nochmal ziehen. Den. Na? Da ist er ja wieder. Oh, ich hab nicht drauf geachtet, wie viele Handkarten wir haben. 3, 6, 7, 8. Das passt. Junge! Sieht echt ganz gut aus bisher. Wir haben jetzt den Drachen, wir haben den Biest, das könnte jemand den und den könnten wir beide nämlich spielen. 4, 3 sind 7, ja. Oder wir könnten einfach nichts machen. Die Waffe spielen, plus die Heldenfähigkeit. Plus, oder? Wir können jetzt ganz viele Kreaturen einfach beschwören. Und der nächste Zug ganz geilen Shit machen. Nicht anfassen. Ja, kann natürlich sein, dass er jetzt Massenzerstörung macht. Den werde ich jetzt nicht spielen. Denn falls er nicht Massenzerstörung macht, können wir dann unseren guten Murloc spielen und den da zusammen. Und dann wird's übel. Mal sehen.
Weil die werden alle gepusht. Plus alle mutiert. Wenn ich denen dann plus 3 Angriff nochmal gebe. Aber er macht Massenvernichtung. Was okay ist. Sogar gut, ja, logischerweise. Damit kriegt er nämlich die meisten Viecher weg. So. Okay, wir können nichtsdestotrotz das machen. Plus das. Und das hier. Na, plus 3 Angriff klingt verlockend. Wäre jetzt gar nicht so gut, glaube ich. Ich glaube, +1/+1 wäre am besten. Das schützt die alle. Wow, davor vor Consecration quasi. Schottschild wäre mir lieber gewesen, dann hätte ich nämlich. Dann hätten die alle nicht sterben können, einfach. Das wäre deutlich besser gewesen. Aber ist auch okay. Ich meine, jetzt braucht er wieder Consecration plus die Karte, die alles auf ein Leben macht, damit er das Feld wegkriegt. Befolgt die Regel! Und wenn er nichts hat, sind das 4, 8, 12, 14 Schaden. So, wir könnten. Warte mal. 4, 8, 12. 14, 18. Na, da ist er tot. Ne, er kriegt noch einen Viech dazu. Wartet. 4, 6, 10. Dann ist er tot. Lasst mich nach. Aber wir kriegen nicht. Wartet. Ne, geht nicht. Wir können den einfach machen. Dann ist er tot. Wir könnten aber. Oder wir könnten das machen. Ah, das ist besser, glaube ich. Erst das. Lasst mich nachdenken. Und dann den und das hier noch nebenbei. Wenn wir erst das machen, tötet er den. Punkt. Ja. Dann kommt der 2-6er und dann machen wir den da. Ja, das klingt am besten, glaube ich. Dann töten wir den nämlich jetzt, so. Machen alles zu 3-3ern. Und mit dem Rest können wir angreifen. So, viel besser. Ah, da habe ich ein bisschen nachdenken müssen. Wir haben den nochmal. Ups. Das war eine 15, der durfte nicht angreifen, aber ihr seht, das war ein sehr guter Zug. Und das kann nur noch mit Massenvernichtung loswerden. Sonst ist er tot. Und wir haben das und das, das macht auch nochmal ein bisschen was. Ja, das ist alles ziemlich gut. So, er kriegt nochmal 2 Leben dazu. Sieht das richtig? Dann ist er auf 23, 15. Ne, kriegt er nicht. Damit wird er keine 3 Leben kriegen. Dann hat er 19, dann sind es 15, 15, 18, 22. Für die Gerechtigkeit. So läuft das manchmal. Musst du ein bisschen überlegen. Puh, aber es hat funktioniert. Yay! Das Deck hat funktioniert! Ein Sieg an eine Niederlage. Ha, mal sehen, was die dritte Runde ergibt. Aber das Match-Deck fand ich deutlich besser nebenbei. Das hat eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Das hier ist nicht schlecht. Aber. Weiß ich nicht. Ist auch nicht super. Vom Deck her scheint es nicht viel besser zu sein als meine Decks, die ich sonst gespielt habe. Vielleicht doch besser, ich weiß nicht. Nicht genau. Wenn es jetzt wieder dieses scheiß Assi. Damit kannst du eigentlich rechnen, dass es dieses Assi-Ding ist. Dann wird das nichts bringen. Ich brauche ein Early Game. Das habe ich nämlich verloren. Wie schön ich auch immer entweder nur Consecration oder nur die andere Karte ziehe. Oh Gott. Ich brauche ein Early Game, um zu gewinnen. Was ziehe ich? Junge. Okay, los. Man zieht aber nicht konstant genug. Man braucht mehr Early Game. Aber man hat einfach. Ich weiß nicht. Oh, wir haben 2er. Soll ich den jetzt schon spielen oder warten? Er hat nichts gemacht. Das bedeutet, er hat nicht dieses Akro-Scheiß-Deck. Den zufolge könnten wir auch etwas anderes zwingen.
So, er hat nichts gemacht hierzu. Wir könnten den spielen. Oder aber wir gehen davon aus, dass er was für 3 Mana spielen will und in die Elfigkeit. Oder wir machen alles. Wir spielen den aus. Plus den. Und haben somit ein ganz gutes Feld. In 2 Vierer. In Runde 2 ist sehr gut. Und 2 Dreier. Klar, ich kann den jetzt nicht einfach spielen, aber dafür die Heldenfähigkeit. So, auf 3 Leben will ich den nicht haben. Weil es gibt eine Karte, die macht 3 Schaden. Deswegen werden wir das machen. Und unseren Murloc spielen. Wenn er nämlich jetzt was für 5 Mana spielen will, kann er nicht den 1-1er zerstören. Und wir können unseren 5-4er spielen, der diese 3 Karten mutieren lässt. Und das ist ziemlich gut dann. Je nachdem, was wir als Mutation bekommen. Aber in der Regel ist 3 Karten zu mutieren schon sehr gut. Deswegen habe ich die wahrscheinlich mal drin gelassen. Oder ich habe sie noch 2-mal drin und den noch einmal extra. Dann wird das aber doch ziemlich gar genau Colentus-Version. Kann es sein, dass ich... Dann hätte ich es aber... Dann hätte ich es eigentlich... Vielleicht ist es sogar komplett. Schauen wir uns gleich an. Ob ich da plötzlich doch Colentus-Version 1:1 nachgebaut habe danach nochmal, um zu schauen, ob das doch besser funktioniert als erwartet. Weil der ist auf jeden Fall gut. Zum Beispiel auch gegen Taunt Warrior. Aber ich dachte, ich hätte den 2-mal drin. Das werden wir sehen. Er hat jetzt erstmal ein kleines Problem, wie es aussieht. Er könnte natürlich auch Swipe benutzen. Mein 2-4er töten und mein 1-1er. Was wahrscheinlich ziemlich gut wäre. Oder er zieht aber 3 Karten und riskiert, dass er ziemlich sterben wird. Könnte. Na gut, er hat haarscharf überlegt, ob das vielleicht die beste Option ist, dass er eben Karten zieht und schaut, was dann passiert. Und hofft, dass ich den vielleicht nicht habe. Aber das ist alles ziemlich scheiße. Wenn ich das mache und die sterben, kriegen wir ziemlich viele 1-1er wieder. Was ziemlich geil ist. Nicht perfekt, aber hey, der Angriff wäre besser gewesen. Oder allen +1/+1 geben. Und jetzt kriegen die alle. Jeder Tote von denen gibt uns 2-1-1er. Also 6-1-1er. Ja. Doch ja, da steht's unten. Okay. Ja, hab mich schon gewundert. Mann. Wieso leuchtet er eigentlich? Das ist ein Grund. Wegen ihm? Okay, damit können wir den töten. Damit greifen wir mit den beiden, greifen wir da an. Und wir könnten natürlich auch was anderes machen, aber... was ist, wenn wir das machen? Dann greifen wir mit dem da an. Dann greifen wir damit an und damit. Und machen dann Bumm. Dann hätten wir das Feld noch ziemlich voll. Und wir könnten den deren Fähigkeit benutzen. Wir kriegen dadurch 2-1-1er. Wenn das Feld zu voll ist, dann werden die aber auch nicht aktiv mehr. Egal, ich glaube, das ist eine gute Sache. Befolgt die Regeln. Ja, komm, machen wir jetzt. So. Weil dann haben wir immer noch ein volles Feld. Und er muss eben schauen, wie er das handhabt. Klar, mit einem Swipe tötet er jetzt dann, also 3 Karten, 4 Karten. Aber wir haben jetzt in diesem Zug diese Karte. Oder wir machen einfach... Oh, Gene. Ah, wartet mal. +2. Das bedeutet, wir müssen einen mit 5, also den... Der tötet er ihn und den ignorieren wir. Das scheint mir am besten zu sein. Und nächsten Zug können wir... Oder wir machen das jetzt und die kriegen alle Push. Nein. Kriegt noch gar nicht so viel, glaube ich. Aber wir töten den jetzt so. Ist mir egal. So. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, das Feld. Wir können auch den aber spielen. Aber das macht so viel mehr Sinn. Obwohl, es macht schon Sinn, den zu spielen. Wir ziehen dadurch 2 Karten. Ja, 2, 4, 6. Beim heiligen Licht. Ja, wir könnten damit reinrennen und mit einem Dings
würde dann. Oder wir rennen mit den ganzen rein. Noch nicht ganz. Ich will den spielen. Nur den? Ich glaube nur den. Das heißt, wir werden auf jeden Fall das machen. Bringt die noch was, ist die Frage. Aber ich will ja den spielen, also ja, komm. Und der Rest geht Face. Und dann spielen wir unsere Dwarf-Karte. Die Menagerie ist nur. So viel ein Einser. Und wir ziehen unseren zweiten Kodo. Ich sag, ich habe zwei Kodos drin. Sehr gut. 3, 6, 7. Wenn ihr jetzt swiped, ist er natürlich ganz 1-1er wieder los. Und swipe, selbst wenn er es mir nur Gesicht geben würde, hätte das schon gerechtfertigt. So. Er ist ziemlich in der Defensive. Nächste Runde können wir wieder ziemlich viele Dings hier spielen. Viele, ja, Nurlux. Dann muss er wieder reagieren. Schauen wir mal, vielleicht können wir den 2-5er schützen. Damit wäre es zwar irgendwie möglich, aber. Na, dann greift er mit dem Held zuerst an. Wobei, das würde meine Karte schon schützen. Was wird unser Zug sein? Wir spielen 2. Achso, ich hätte den zuerst spielen sollen. 1, 2, 3, 4. Oder 1, 2, also 3, 4, 5, 6. Ich werde diesen Zug also nicht spielen. Dann könnte Fluchtkodo gut sein. Okay, wir machen das, wie ich es gerade gesagt habe. So, dann kriegen wir die Heldenfähigkeit wieder. Er wird ziemlich aufgepowert und wir können angreifen. Das war's. Zack! So muss das sein. Ich öffne alles. Hey, wo ist mein Aufnahmeprogramm? Da. Ja. Können sein, dass er uns mal. Passt schon irgendwie, oder? Hey, rein wieder. Na, dann swipe wieder. Nee, hat er nicht. Aber er kann viele Karten ziehen und dann auch die Karte durch die Mana gibt und dann könnte er immer noch in den Zug Swipe spielen. Es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass er Swipe ziehen könnte. Außer die ist irgendwie ganz unten. Er ist jetzt wieder auf 4 Mana, das heißt, er wird swipen. Vielleicht. Vielleicht zieht er aber erstmal Karten und schaut, was er da macht. Swipe würde eben immer noch 3 Murlocs auslöschen. Ah, das auch, wenn er jetzt nicht auf Death geht. Er geht damit auf Death, okay. Und er kann ihn trotzdem töten. Nichtsdestotrotz. Dann wäre er ziemlich guter Hand hier. Und er kann meinen 4-4er gar nicht, meinen 2-5er nicht zerstören. Ich wartet auf niemanden. Ah, er mischt die lieber rein. Das war nicht gut. Er hat 18 Leben, schauen wir mal. Das sind 4. 7, 10, 13, 15. 15 Schaden, 17 nur. Reicht nicht ganz. Wir müssen den auf jeden Fall spielen, deswegen tun wir das schon mal. So, also wie 4, 6, 9, 12, 15. So, wir werden die Karte spielen, sind auf 17. Wir können ihn auf ein Leben bringen. Wir müssen den aber auch loswerden. Also pushen wir den, glaube ich. Oder den nochmal. Dann hat er auch genau 4. Und die ganzen Murlocs sind eigentlich safe. Wir können nämlich dann das machen und der Rest geht aber auf Face. So. Und durch Swipe kriegt er die nicht alle tot. Das heißt, die würden zwar alle 2 Angriffe verlieren, aber wir hätten dann noch 2, 3, 4, 5 Angriffe. Plus die 2 sind 7 und er wird immer noch tot. So. Ja. Plus die 2 Angriffe natürlich. Also läuft eigentlich gar nicht so schlecht gegen Jade Druide. 2, 4, 5, 6, 7. Heißt, er muss sich wieder Rüstung geben, sonst ist er tot. 8 Rüstung würde bedeuten. Er hat noch 6 Leben in unserem Angriff. Kann aber jetzt nicht mehr, weil er keinen Mana mehr hat. Ah, er kann sich aber doch rennen. Also es reicht gar nicht. 2, 4, 5, 6, 7. Wir machen 9 Schaden. 9 Schaden reicht nicht, weil er 11 hat. Okay.
können damit seinen Typi töten. Das schaut ganz gut. Und mit dem Rest einfach wieder Face. Weil er muss immer noch viele Karten dann. 3-6, es lohnt sich nicht, den zu spielen gerade. Aber das lohnt sich. So, er hat noch 4 Leben. Er muss das Feld irgendwie wegbekommen. Troille verfügt aber nicht über richtig viel Massenvernichtungswaffen. Zum Glück, das hätten die Amerikaner die Troiden angegriffen. Und wir haben dann für 4 Mana den 2-6er. Yay! Ah, oh, er hat die Karte. Das reicht nicht. Doch reicht, weil den da. Wenn wir nochmal Consecration ziehen, ist er aber noch tot. Oder irgendwas anderes? Schauen wir mal, wie viele Typis er noch. Wartet mal. Logisch. Dann ist er tot. Also noch nicht jetzt, aber demnächst. Weil er hat noch ein Leben. Den jetzt spielen, dann muss er den angreifen. Plus den, plus den und plus den. Oder er muss auch den angreifen. Obwohl er eine Heldenfähigkeit macht, nicht unbedingt. Ja, das ist aber nochmal 10 Schaden, die er abwenden muss. Mal sehen, ob er sich nochmal retten kann. Ich könnte den nochmal aufpowern. Ja, 2 Kudos sind schon gut. Er hat schon gute Karten. Mal wieder. Aber wir können den loswerden mit. Oh, okay, Rüstung wahrscheinlich. Ja, er kriegt so viel Rüstung immer. Und wir können das machen. Dann kriegen die alle 2 Schaden und hat da rein. Dann machen wir nochmal 4 Schaden extra. Ja. Und dann spielen wir den aus. Oder den. Und den. Ne, 3, 4, 5, 6. Ja. Ciao. Er kann nicht ewig alles haben, wie er es braucht. Ja, Tyrion ist eine super Karte, habe ich gehört. Haben wir die ganze Zeit nicht mal. Haben wir noch alles im Deck, die ganzen guten. Stimmt. Die Karte, wir haben noch 3 Legendaries im Deck. Das ist ja geil. Oder 2, weil ich den einen. Ich glaube, ich habe keine gespielt. Oh, er hat noch 6 Karten. Davon 3-mal klappt die Karte, die ihm hier also ein typisch spawnt. Ein Druiden, Jaden-Golem. Bedeutet, er hat 3 nicht Jade-Deck-Karten, also Karten im Deck, die keine Jade-Karten sind. Also keine für 1 Mana. Das heißt aber auch nicht so gut, weil er dann sein Face nicht schützen kann und dann stirbt. Gut gespielt. Gut gespürt. Ja. Wir haben unsere Legendaries nicht gebraucht zum Gewinnen. Ah. Außer ich habe vergessen, dass ich da eine gespielt habe. Aber hey, lief gut sogar gegen den Druiden. Junge. Also ich brauche jetzt nicht nachgucken. Wir haben eine Version mit 2 Kodos. Wir können ja trotzdem schauen. Ich habe das also abgeändert, das Deck. Auf meine Wünsche hin. Und der Kodo hat wirklich viel getan. Muss man schon sagen, finde ich. Der Kurator. Ah, hier 2 Kodos. Und wir haben den einmal drin gelassen, weil er hat schon einen coolen Effekt. Und wir haben den 2-mal im Deck und Kulentor hat den nur 1-mal. Also schon gut. Das haben wir 2-mal plus. Das haben wir 2-mal. Haben wir noch nie in Kombo zusammengezogen irgendwie. Oder super selten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und irgendwann würde mich freuen. Sag mir, was meint ihr? Über mein Deck? Egal, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao.